Hallo liebe Hühneberg-Geschäftsfreunde, es steht was Großes vor der Tür. Die Bauma 2022 im Oktober in München, Halle B3. Nach einer langen Zeit der Covid-Pandemie freue ich mich ganz besonders, Sie in München begrüßen zu können. Die Bauma alle 3 Jahre ist ein ganz besonderes Ereignis für unsere Organisation. Dieses Mal fokussieren wir auf Megatrends. Der erste Megatrend, den wir mit Ihnen diskutieren wollen, ist die Silver Society oder auch die alternde Gesellschaft. Besser bekannt in Deutschland in der Baubranche als Fachkräftemangel. Wir werden Ihnen keine Fachkräfte anbieten können, aber viele Lösungsmöglichkeiten, um die Produktivität auf Ihrer Baustelle deutlich zu verbessern. Der zweite Megatrend ist Sicherheit. Obwohl unsere Welt immer sicherer wird, gibt es ein überproportional hohes Bedürfnis nach noch mehr Sicherheit. 2020 starben weltweit 6.000 Menschen durch arbeitsbedingte Unfälle. In Deutschland 100 auf Baustellen. Viel zu viel. Gerade wenn wir daran denken, dass Fachkräftemangel in der Branche derzeit Wachstumsbremse Nummer 1 ist. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Industrie sicherer zu machen, werden wir die junge Generation nicht für den Bau begeistern. Wir haben viele neue Produkte und Dienstleistungen, um die Sicherheit auf Baustellen in Bezug auf Schalungsarbeiten deutlich zu erhöhen. Der dritte Megatrend, Urbanisierung. Seit 2008 leben mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Der Trend wächst überproportional. Lösungen für Hochhausbau als auch für Infrastruktur durch innovative Produkte und digitale Services werden Teil unserer Bauma sein. Unser gesamtes Messekonzept ist auf Dialog ausgerichtet. Wir möchten gerne mit Ihnen genau diese Megatrends besprechen und erfahren, was wir für Sie in der Zukunft noch besser machen können, um diesen Trends zu entgegnen. Nicht nur Dialog auf dem Messestand, sondern auch digitaler Dialog ist möglich. Unsere erste hybride Messeveranstaltung, bei der Sie auch in unseren weltweiten Niederlassungen an der Bauma teilnehmen. Ich freue mich, Sie in München zu sehen.